Wir haben keine Nazis mehr. Wo sind denn die Nazis? Ob in Auschwitz jemand vergast wurde, ist bis heute noch nicht festgestellt. Rechtsextremismus, das hört sich immer so an, als ob das so rechts von uns ist, weit weg. De facto ist es mitten unter uns. Die Antwort auf die Frage, wer ein Opfer rechtsextremer Gewalt werden kann, muss leider heutzutage lauten jeder. Wenn ein 6-jähriges Mädchen in Neukölln, Berlin-Neukölln, mit Tränengas angegriffen wird, ist das kein fremdenfeindlicher Übergriff. Das führt zu einer Verharmlosung. Dieses Mädchen ist keine Fremde. Das ist ja die Ideologie, ne? Die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Jemand wie Breivik hat Vorbildpotenzial für neue Rechtsterroristen. Diese Akten sind schon Erzeugnis von einer unvergleichlichen Pannenserie, die es so in Deutschland noch nie gab. Offensichtlich sind manche Leben nicht so viel wert in Europa, sonst wäre die Reaktion stärker. Aufnahmen aus Überwachungskameras im Regierungsviertel von Oslo. Ein weißer Lieferwagen wird abgestellt und der Fahrer, ein Mann in Polizeiuniform, sieht sich noch einmal um. Anschließend explodiert eine gewaltige Bombe. Am 22. Juli 2011 setzt ein rechtsextremer Terrorist einen mörderischen Plan um. Die Detonation in Oslo soll Polizei und Rettungskräfte binden, damit er beim zweiten Teil seines Anschlags möglichst viele Kinder und Jugendliche töten kann. Tja, da hätte ich heulen können. Das ist aber jetzt im Nachhinein, das ist halt die Sache, wo ich sage, das kommt dabei raus. Ne? Mit dem Auto fährt der falsche Polizist in Richtung Utøya, eine Insel, auf der das jährliche Jugendzeltlager der norwegischen Sozialdemokraten stattfindet. Gegen 17 Uhr setzt er mit der Fähre über. Kurz zuvor hat die norwegische Ministerpräsidentin Brundtland nach einem Vortrag die Insel verlassen. Das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Auf der Insel ruft der uniformierte Attentäter die Jugendlichen zusammen, vorgeblich, um über den Anschlag in Oslo zu informieren. Doch dann eröffnet er ohne Vorwarnung mit Schusswaffen das Feuer auf die jungen Menschen. Innerhalb von etwa 75 Minuten tötet er hier insgesamt 69 Kinder, Jugendliche und Betreuer. Er ist ein neues Phänomen, der erste Anti-Muslim-Terrorist. Anti-jüdische Terroristen gibt es seit langer Zeit. Der schreckliche Bombenanschlag am Bahnhof von Bologna in Italien 1980 hat 85 Menschen getötet. Es gab die Explosion in Deutschland auf dem Oktoberfest. Die Attentate reichen 30, 40 Jahre zurück. Das ist nichts Neues. Aber seine Ausrichtung bei den Rechtsextremen ist neu. Der rechte Terror an sich ist in Europa ein altes Phänomen. Bewaffnete Polizisten erreichen die Insel erst über eine Stunde nach den ersten Schüssen. Jugendliche laufen und schwimmen um ihr Leben. Das Abfeuern der Waffe ist noch immer zu hören. Um 18.35 Uhr lässt sich der 32-jährige Täter widerstandslos festnehmen.
Without putting any value into this, I don't want to make it sound. Ohne es werten zu wollen, es soll sich nicht anhören, als sei er ein guter Terrorist, aber er ist sehr erfolgreich. Wenn er tatsächlich alleine gehandelt hat, dann hat Europa so etwas noch nie gesehen. Anschläge dieser Art haben die Unterstützung von Al-Qaida, von Terrorexperten oder professionellen Terroristen. Wenn er wirklich alleine gehandelt hat, beide Anschläge so sorgfältig ausgearbeitet hat, ist es kein Wunder, wenn er als Held von den Rechtsextremen angesehen wird. Als Lebensretter erweisen sich Urlauber mit Booten, die die zum Teil lebensgefährlich verletzten und stark traumatisierten Kinder ans Festland bringen. Auch Deutsche werden zu Augenzeugen. Die Kinder wollten sich totstellen, damit er halt denkt, die sind tot, dass er nicht schießt. Aber er hat auf Nummer sicher hat er denen nochmal in den Kopf geschossen. Ja, damit er auch genau wusste, dass sie tot sind. Also er hat das wirklich geplant, wollte er wirklich die Kinder töten. Ja. Nicht Angst einjagen, der hat wirklich, ist hingegangen und hat die nochmal in den Kopf geschossen. So wurde uns das erzählt, ja. Aufnahmen der Polizei aus Breiviks Osloer Wohnung. Hier finden sich weitere Waffen. Der Täter war Mitglied im Schützenverein. Auf dem Land hatte er sich einen Bauernhof gemietet. Hier mischt er aus Kunstdünger den Sprengstoff zusammen, den er später im Regierungsviertel zündet. Breivik wächst ohne Vater bei der Mutter auf. Ein Jugendpsychiater bescheinigt, dass dem Kind Elemente der Lust und der Freude fast vollständig fehlten. Ohne Schulabschluss begeht er Betrügereien und schließt sich einer rassistischen Partei an, weitgehend unbemerkt von eher oberflächlichen Freunden. Er verfasst ein 1500-Seiten-Manifest, randvoll mit kruden Ideologien und Hass insbesondere auf den Islam. Am Tattag verschickt er das Traktat an 1003 E-Mail-Empfänger. Gerade so diese ganze islamfeindliche Community, die sich so im Internet abbildet, beobachten wir auch schon sehr, sehr lange. Und natürlich ist es immer so eine Frage, die ich viele Jahre lang beantworten musste, wenn man sich halt zum Beispiel mit solchen Äußerungen im Internet auseinandersetzt, ob denn das eine Relevanz hat, ob denn das nicht sich irgendwie versendet, wenn man nur so ein bisschen rassistische, islamfeindliche oder sonstige Dinge irgendwie oder von mir aus auch Gewaltfantasien und Ähnliches ins Internet reinschreibt. Herr Breivik war jetzt leider das traurige Beispiel dafür, dass man das nicht mehr begründen muss, dass es wichtig ist, sowas auch zu beobachten und sich darüber ernsthaft Gedanken zu machen. Das hat halt natürlich zur Folge, dass es dann Einzeltäter gibt, wie in dem Fall jetzt Herrn Breivik, die dann sagen, ich empfinde mich jetzt als denjenigen, der das ausführen muss. Selbst aufgenommene Posen mit großkalibrigen Waffen und im Schutzanzug sollen das Bild vom Heilsbringer untermalen. Am ersten Prozesstag schaut die Welt nach Oslo und fragt sich, ob Breivik schuldfähig ist und welchen Raum er für seine perfide Selbstdarstellung bekommen wird. Ein erstes psychiatrisches Gutachten attestiert ihm paranoide Schizophrenie. Aus der Fachwelt hagelt es Proteste, weil die anti-islamischen Aussagen des Täters von vornherein als nicht ernst zu nehmen beiseite geschoben würden. Ein zweites Gutachten stuft ihn als geistig gesund ein. Ich fand das sehr richtig und sehr gut, dass er als politischer Terrorist verurteilt worden ist und nicht als geisteskrank. Weil ich finde, dass das so ein Reflex ist, den man immer so ganz schnell hat, dass man denkt, irgendwie, okay, wer so eine Tat macht, der muss doch irgendwie geisteskrank sein. Also dass diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die sich politisch so radikalisieren, dass sie tatsächlich am Ende, genau wie Herr Breivik, irgendwie dann der Meinung sind, sie hätten das Recht und vielleicht sogar auch die Pflicht in ihrer kruden Welt, solche Gewalttaten zu verüben, dass das wirklich eine politische bewusste Entscheidung ist und dass es nicht wirklich was mit Geisteskrankheit zu tun hat, finde ich ein sehr wichtiges Signal. Im Gerichtssaal versuchen die Richter zu klären, wie sich Breivik zum Massenmörder entwickelt hat. Während des Verfahrens bezeichnete ihn einer der Richter als asozial. Breivik sagte daraufhin, er sei nie sozialer gewesen. Er habe sein soziales Leben im Internet gehabt. Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches für Menschen zwischen 12 und 35 Jahren. Er kam dort in Kontakt mit diesen anti-islamischen Ideen, wie die Eurabia-Theorie, dass Europa islamisiert werde durch die gefährlichen Moslems. Er tauchte da richtig ein und las alle diese Blogs, diese stark beeinflussenden Blogs. Im Netz gibt es über 1 Million Einträge zum Begriff Eurabia. Und unzählige Gruppen, offen oder geheim, die ihr rassistisches Gedankengut über die Welt verteilen.
Das Schlimme ist halt die Vernetzung. Ne? Das gibt's ja bei Facebook, da haben alle möglichen Nazis ihre Seiten und die werden dann auch in geschlossenen Gruppen oder sonst irgendwas gemacht. Also man sieht noch nicht mal, was die da untereinander, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Verfassungsschutz oder Polizei irgendwas da mal ein Auge drauf hält, aber man sieht das nicht, was die da posten oder was, über was die sich überhaupt unterhalten. Da schreiben auch die Deutschen irgendwie, als hätten sie nichts zu befürchten. Also die vertreten da die radikalsten Einstellungen. Bereits im Jahr 2000 hat der Hamburger Neonazi-Führer Christian Worch die Vision vom weltumspannenden Neonazi-Netz. Rechtsextreme rund um den Globus stellen ihre häufig verfassungsfeindlichen Seiten online. Die Server befinden sich oft in Ländern, in denen ihnen keine Strafverfolgung droht. So hat es Worch bereits vor einem guten Jahrzehnt exakt vorhergesehen. Ich sehe die Potenziale, ich sehe dort Entwicklungsmöglichkeiten. Im Augenblick allerdings sind diese Potenziale noch nicht richtig ausgereizt. Das hat sowohl verbreitungsmäßige Gründe als auch technische Gründe. Es ist mit Computern ja heutzutage noch nicht das machbar, was wir vielleicht in 2 oder 5 Jahren erleben werden. Wenn das einmal soweit ist, dann ist das tatsächlich also ein hochinteressantes und ein, ich möchte mal sagen, für die etablierten Herrschaften auch sehr gefährliches Medium. Bereits deutlich vor der Internetzeit vernetzten sich Rassisten und Neonazis in den USA mit ihren Glaubensbrüdern in Europa. Bilder aus Coeur d'Alene, Pennsylvania, mit dem Reichskriegsmotiv und internationalen Flaggen. Und den Männern vom Ku Klux Klan. Hallo, ich bin Gerhard Lauck, Chef der NSDAP-AO, einer nationalsozialistischen Organisation, die weltweit agiert. Ein Symbol der sogenannten White Power mit ihren weltweiten Verbindungen ist das in Amerika nicht verbotene Hakenkreuz. Hüben wie drüben sind die Ähnlichkeiten des rechten Klientels unübersehbar. Glatze, Stirnacken, Symboltattoos. Als Mensch des 21. Jahrhunderts kann ich mir diesen Quatsch nicht tatenlos anhören. Tut mir leid, wenn Sie sich schämen, weiß zu sein. Ich schäme mich nicht. Am Hayden Lake in Idaho sind die Nazi-Insignien weithin sichtbar. Auf dem weitläufigen Gelände residiert eine Gruppe namens Aryan Nations, übersetzt arische Nationen. Auf dem Dach die Hakenkreuzflagge und als Fußabtreter die israelische. Deutschland war lange Zeit ein Vorbild in anderen Ländern aufgrund der rechtsextremen Szene. Das ist nicht verwunderlich, denn es gibt hier zwei Erbschaften. Die von Hitler und die der modernen rechtsextremen Gruppen wie der NPD und anderer. Also haben die Leute sich das angeschaut. Neben dem Gebetsraum wird Kriegsverbrechern gehuldigt. Juden sind keine Rasse, sie sind Bastarde. Deshalb wollen sie, dass sich alle mit anderen Rassen vermischen. Das Judentum kann nur durch Reinheit besiegt werden. Gott ist rein und seine Rasse ist rein. Wenn wir so bleiben und wir nicht zu Mischlingen werden und unsere heilige Saat verunreinigen. Devotionalien, wie sie in Deutschland seit Kriegsende verboten sind, werden hier offen angeboten. Diese Menschen fantasieren von einem rein weißen Amerika. Je militanter diese Leute sind, desto utopischer sind ihre Vorstellungen. Die, die die arischen Nationen zum Ziel haben, sind vor allem militante Gruppen, Terroristennetzwerke. Sie sprechen offen über die Vernichtung der Juden und die Vernichtung der Moslems. Auch am Hayden Lake sprechen die Mitglieder darüber ganz offen. Wir befürworten die Vorbereitung auf den Kampf ums Überleben. Uns ist klar, dass Amerika nicht so sein wird wie das Deutschland der 30er Jahre. Im nächsten großen Krieg ist die jeweilige Hautfarbe uniform. Ein Krieger, ein wahrer arischer Krieger für Jesus Christus, das ist meine Rolle. Kämpfen Sie mit Waffen oder mit Worten? Mit beiden. Mit Waffen oder mit Worten. Die Bibel wird zwar immer unsere stärkste Waffe sein, aber die Zeit wird kommen, da greifen wir zu unseren Gewehren und kämpfen für unser Recht. Der Rassenhass, insbesondere in den Südstaaten, brennt noch immer.
Beerdigung eines Opfers in Jasper County in Texas 1998. Der 49-jährige James Byrd versucht spät abends per Anhalter nach Hause zu kommen. Es wird eine Fahrt in den Tod. Die 2 Meilen lange Strecke legt er nicht in einem Auto zurück, sondern hinter dem Fahrzeug, angebunden an einen Strick. Am nächsten Tag werden seine sterblichen Überreste entdeckt, verteilt auf beinahe die gesamte Strecke. Arme, Beine, Torso und dann zum Schluss der Kopf. Kurz darauf werden 3 Männer festgenommen, zu ihrem eigenen Schutz in schusssichere Westen gekleidet. Alle 3 gehören zum Umfeld des Clans. Ein Clansprecher lässt es sich nach dem Lynchmord nicht nehmen, vor der Gerichtsverhandlung offen Werbung für Rassismus zu machen. Zuvor hatte der Sheriff erklärt, hier in Jasper gebe es den Clan gar nicht. Ich will, dass ihr wisst, dass viele Afroamerikaner euch hassen, nur wegen eurer Hautfarbe. Eines Tages werdet ihr aufwachen und merken, dass ihr euch wehren müsst. Der Klan ist eine Bürgerrechtsorganisation für Weiße, ausschließlich für Weiße. Die Schwarzen haben ihre Organisationen und die Black Panthers beschützen sie. Die Hispanos haben ihre Gruppen. Und um die Homosexuellen kümmert sich die Seuche AIDS. Die bis heute beibehaltene Kostümierung des Clans stammt aus dem Jahr 1860. Die Zahl der Mitglieder liegt aktuell zwischen 3.000 und 5.000. Sie sind vollkommen anders als wir. Sie haben einen Knochen mehr im Fuß. Sie haben Flecken am Steißbein, mit denen kommen ihre Babys zur Welt. Das sieht aus wie der Überbleibsel eines Schwanzes. Die gehen mit der Zeit weg, aber es gibt sie. Ihre Arme sind viel länger als unsere. Ihre Schädelform entspricht eher der eines Gorillas als eines Weißen. Mit dieser schrägen Stirn, dem hervorstehenden Unterkiefer und der großen flachen Nase. Sie sind einfach nicht wie wir. And large flat nose. They are not like us. Weil der Ku Klux Klan ja sehr verpönt ist durch seine christliche Weltanschauung, ist der ja in der, sage ich jetzt mal, europäischen Nazi-Szene völlig undiskutabel. Ne, das ist, die werden dann so als Religionsspinner abgetan. Auf dem platten Land in Pennsylvania hat sich August Kreis niedergelassen, Anhänger einer rechtsextremen Gruppe namens Posse Comitatus. Mit seinen Anhängern bewohnt er eine in die Jahre gekommene Farm. Dazu zählt auch eine junge Familie. Welchen Namen haben Sie Ihren Kindern gegeben? Das ist Israel Faith, das heißt Glaube. Wir haben sie so genannt, weil das unser Glaube ist. Israel war die Braut Jahwes. Aryan Hope, weil sie die letzte Hoffnung ist für die arische Rasse. Wir bereiten uns vor, als Weiße, als Gottes auserwähltes Volk in diesem Land aufzuräumen. Ich will hier nicht weiterleben, wenn es in 20 Jahren ein völlig vermischtes Land ist, in dem wir nur noch eine Minderheit sind. Lieber würde ich kämpfen, so viele wie möglich töten und selber sterben, um sagen zu können, dass ich etwas getan habe für meinen Vater und für meine Rasse. Die 4 kleinen Kinder kennen die Bedeutung des Hitlergrußes nicht. Welche Werte, welches Menschenbild werden hier von einer Generation an die nächste vermittelt? Das ist meine Schatztruhe. Es gibt keinen größeren Reichtum auf dieser Erde. Nichts ist wichtiger als schöne arische Kinder. Reinrassig.
Das ist die Zukunft dieser Welt. Die Eltern, die wollen ihr Kind in ihrem Sinn erziehen. Ne? Das habe ich damals auch gesagt. Ich habe gesagt, meine Kinder werden so erzogen, wie ich denke. Und ich habe die dann in der heimattreuen Jugend gesehen. Ne? Wikingerjugend war verboten, heimattreue Jugend ist inzwischen auch verboten. Ne? Also das war mir eigentlich so klar. Ne? Die sollten da so erzogen werden. Ne? Gott sei Dank. Haben sie Glück gehabt, dass ich da noch umgedacht habe. Ne? Neben der elterlichen Erziehung hat auch Musik die Kraft, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu beeinflussen. Aufnahmen von einem geheimen Rechtsrockkonzert mit hohem Aggressionspotenzial. Die Musik ist mit das wichtigste Medium. Ne? Man sieht das daran, wenn die NPD irgendwelche zu irgendwas einlädt, zu irgendwelchen Sachen. Da kommen dann erstmal zwei, drei Redner, die quasseln da irgendwelches Zeug und die ganzen Leute schon gehen. Die Leute warten dann alle bloß, bis die Bands spielen. Ne? Die wollen dann einen trinken, die wollen da pogen und wollen die Musik hören. Natürlich, die politische Sache hat da schon seinen Stellenwert, aber ich denke, ist da nicht, auch nicht unbedingt vorrangig. Ne? Also ich denke, ohne Bier und Musik geht da sehr wenig. Ne? It's not like these concerts end. Diese Konzerte enden nicht mit einem langsamen Titel oder einem Schmusesong. Sie hören mit dem höchsten Ton auf. Und dann sind dort 200, 300 wirklich aggressive, testosterongetriebene Menschen. Wenn man in einer Stadt ist beispielsweise und sagt, jetzt verprügeln wir Leute und vorher Screwdriver gehört hat oder eine von den neuen Bands und viel Alkohol getrunken hat, dann haben sie den Mumm, den Mut in Anführungszeichen, um unschuldige Menschen anzugreifen. Der aggressive Musikstil ist fester Bestandteil des rechtsextremen Programms. Viele Anhänger lassen später auf Konzerten wie im Rausch ihre Hemmungen und auch ihre Hüllen fallen. Es gibt dort auch eine homoerotische Stimmung. Sie berühren einander auf den Konzerten und ziehen ihre T-Shirts aus. Das ist ein sehr interessanter Widerspruch, der sich da auftut. Denn sie behaupten ja auch, dass Einwanderer Frauen schlecht behandeln. Frauen aus der rechten Szene sagen dagegen aus, dass sie grausam behandelt wurden. Die Frauen in der Extreme-Right-Movement sind eigentlich testifying und sagen, dass sie schlecht behandelt werden. Die Rechten schlagen schwule Männer zusammen und bezeichnen Homosexualität als Sünde. Aber viele scheinen diese homosexuelle Anziehungskraft selbst zu spüren. Das kann man deutlich auf diesen Konzerten sehen. Frauen sind dort nicht wirklich willkommen. Es ist eine Erfahrung männlicher Verbindung. Die Musik ist nicht nur der Schmierstoff im Getriebe der rechten Szene. Mit Konzerten und CDs lässt sich auch gutes Geld verdienen. Für rechtsextreme Vereinigungen ist das Musikgeschäft häufig die Haupteinnahmequelle. Wenn ich einen privaten Saal miete und 15 Euro Eintritt nehme, wo drei Bands spielen, dann mache ich da richtig Kasse. Ne? Das geht richtig ins Geld. Dann verkaufe ich wahrscheinlich noch irgendwie meine Getränke selber. Und genauso war das bei den CD-Aufnahmen auch. Also diese Masse der CD-Veröffentlichung, der einzige Grund war, dass wir was verdienen wollten. Das ist richtig. Viele rechtsextreme Bands sind wegen ihrer menschenverachtenden Texte inzwischen verboten. Doch das ist Teil der Faszination. Je krasser, desto besser. Türken, Pfaffen, Nigger, Juden. Wer hier bereit ist mitzugrölen, hat den Rassismus bereits verinnerlicht. Auch in der Kleidung lässt sich die Gesinnung bereits häufig ablesen. 2 und 8 stehen für den zweiten und achten Buchstaben im Alphabet, B und H, Blood and Honor, auf Deutsch Blut und Ehre. Dieses militante Netzwerk koordiniert neonazistische Bands und will die Ideologie so weltweit verbreiten. Gründer ist der Brite Ian Stuart Donaldson, der auch in Deutschland mit seiner Band Screwdriver auf der Bühne stand. Blood and Honor und Combat 18 sind mit die schlimmsten der Rechtsextremisten. Sie sind höchst gefährlich.
Sie sind gewaltbereit und beinahe so etwas wie eine Terrororganisation. Sie sind international vertreten, mit vielen wegen Mordes oder Körperverletzung vorbestraften Aktivisten. Sie stehen außerhalb der Gesellschaft und sie geben auch nicht vor, demokratisch zu sein. Sie ziehen keine Fassade hoch. Need to portray themselves as democratic. They don't put up a facade. If you look at Combat 18's official Combat 18 hat vollkommen wahnwitzige offizielle Ziele. Wir müssen den Kontinent von rassischen Verrätern säubern, die arische Gesellschaft etablieren, die Welt besetzen und das mit dem Silber und Gold der Staaten bezahlen. Parts of the world and use their Silver and gold and other assets to fund our activities. Sie sind vollkommen weltfremd und sehr extrem. Es war lange still um uns, weil wir uns reorganisiert haben. In schlagkräftige Einsatzeinheiten. Was ist aus dem Geld durch all die CD-Verkäufe geworden, steht auf der Tafel im Video. Für diejenigen unter euch, die Zweifel haben, das Geld ist hierhin geflossen. Jetzt kommt der Krieg. Ein mutmaßlicher Combat 18-Anhänger ist David Copeland, englischer Neonazi. Er zündet im April 1999 innerhalb von 13 Tagen 3 Nagelbomben. Die erste explodiert vor einem Supermarkt in einem Einwandererviertel. 45 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Einem 2-jährigen Jungen schlägt ein Nagel durch die Stirn ins Gehirn. Ein weiterer Sprengsatz detoniert vor einer schwulen Bar in Soho. In dem Pub sitzt auch ein junges Ehepaar gemeinsam mit 2 Freunden, um die erste Schwangerschaft der Frau zu feiern. Von den 4 überlebt nur der Ehemann, schwerst verletzt. Jeder kann ein Opfer rechter Gewalt werden. Bei einigen ist die Wahrscheinlichkeit allerdings größer. Da sind erst einmal die ethnischen Minderheiten, Menschen, die anders aussehen. Sie sind die größte Risikogruppe. Schwarze, Moslems, jeder, der anders aussieht. Dann gibt es Schwule und Lesben, 2 Männer oder 2 Frauen, die ihre Hände halten. Oder Menschen, die einfach nur in einer Schwulenbar sitzen, können angegriffen werden. Das gilt nicht nur für kleine Gemeinden, sondern auch für Großstädte. Verbindungen von Combat 18 soll es auch zur rechtsextremen British National Party gegeben haben. 2006 können die britischen Rechten insgesamt 33 Sitze bei den Kommunalwahlen erringen, 2009 2 Plätze im Europaparlament. Im Londoner Stadtteil Barking und Dagenham wird die BNP sogar zweitstärkste Kraft. Vorsitzender ist Nick Griffin, wiederholt wegen Hassverbrechen angeklagt und verurteilt. Es geht um Einwanderungspolitik. Britannien ist voll. Zeit, die Tür zu schließen. Egal ob schwarz, braun, grün oder weiß, Britannien ist voll. Es muss aufhören. Wenn man sich eine Partei wie die British National Party anguckt, gibt es natürlich den Vorsitzenden in seinem Anzug im Europäischen Parlament. Aber jedes Mal, wenn ein Journalist eine Undercover-Story von einer Parteiversammlung macht, kommen die schlimmsten Dinge ans Licht. Rassismus und Extremismus werden dort gänzlich toleriert. Seit 2009 sitzen auch rechte Parteien aus Österreich, Belgien, Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Dänemark, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Griechenland, Niederlande und Ungarn im Europaparlament. Die ungarische Partei Jobbik erhält 13,8% der Wählerstimmen und steht offen zu Antisemitismus und einer roma-feindlichen Miliz. Die Partei Jobbik wurde an der exklusivsten Universität des Landes gegründet und dort sogar am historischen Institut, von dem man eigentlich annehmen sollte, dass so ein Ort besonders geschützt sei vor neofaschistischen Tendenzen. Aber das ist nicht der Fall. In Ungarn selbst ist Jobbik, übersetzt die Besseren, inzwischen zur drittstärksten Kraft aufgestiegen. Wenn man aus seiner Geschichte nicht die richtigen Lehren zieht, bedeutet das auch immer Nährboden für diese Gruppen. Ungarn ist hier ein besseres Beispiel als Deutschland, denn in Ungarn wird der Holocaust nicht an den Schulen unterrichtet. Es wird nicht offen darüber gesprochen, was mit ungarischen Juden geschehen ist.
Wenn die jungen Menschen dort mehr über ihre Geschichte und ihr Erbe wüssten, wäre es sicher schwerer für Jobbik geworden, die ganz offen antisemitisch sind. Eine heruntergekommene Wohnsiedlung abseits von Budapest. Hier leben seit Hunderten von Jahren Roma, in der Regel unter einfachsten Verhältnissen. Es gibt diese Haltung, dass alle Roma kriminell sind. Wenn sie angegriffen wurden, heißt es, müssen sie ja wohl irgendwas angestellt haben, um das zu verdienen. Auch wenn sie einfach nur zum Markt gegangen sind und dort auf dem Weg umgebracht wurden. In Ungarn gibt es schlimme Beispiele dafür, dass die Polizei noch nicht mal dann auftaucht, wenn es zu Gewalttaten gekommen ist. Es ist ja nur ein Roma, kein echter Ungar. In weiteren osteuropäischen Ländern und Ungarn gibt es Fälle, in denen der Krankenwagen nach Angriffen auf Roma nicht kommt. Es handle sich ja nur um Zigeuner, die sich gegenseitig verletzen. Führende Jobbik-Politiker haben jüngst sogar eingezäunte Arbeitslager für die Roma im Land gefordert, um sie vom öffentlichen Leben wegzusperren. Angelehnt an westeuropäische Beispiele wollen wir diese Lager mit einem Doppelzaun umgeben und sie von der Polizei überwachen lassen. Die Leute werden registriert und können das Lager nur mit einem entsprechenden Vermerk verlassen. Um 22 Uhr ist eine Ausgangssperre vorgesehen. Im April 2011 braut sich Unheil in der von Roma bewohnten Ortschaft Gyöngyöspata zusammen. Mitglieder der rechtsradikalen Vereinigung Schutzmacht wollen hier eine paramilitärische Übung abhalten. Es gibt hier eine sozialistisch-kommunistische Vergangenheit. Und das bedeutet, dass die rechtsextremen Uniformträger in Ungarn nicht unbedingt als etwas Schlechtes wahrgenommen werden. In Schweden beispielsweise würden sie automatisch als Nazis oder Faschisten angesehen. Davor fürchtet man sich oder hat nichts dafür übrig. Aber viele Menschen in Osteuropa erinnert eine Uniform an ihre Kindheit, ihre glückliche Kindheit. Die Uniform ist ein Zeichen der Einheit und der Brüderlichkeit. Happy childhood memories. It's a signal of unity and of brotherhood and so on. Das ungarische Innenministerium hat 4 Hundertschaften Bereitschaftspolizei angefordert, um den Schutz der Roma zu gewährleisten. Aus Sorge vor Ausschreitungen möchte das ungarische Rote Kreuz alle Roma-Frauen und Kinder evakuieren. Wer hier die letzten Wochen und Monate nicht selbst miterlebt hat, wird niemals nachvollziehen können, wie schwierig es für uns gewesen ist, jeglichen Konflikt mit diesen paramilitärischen Gruppen vor Ort zu vermeiden. Nach Mordanschlägen in anderen Gemeinden werden die knapp 300 Frauen und Kinder aus Sorge vor neuerlichen Übergriffen mit Bussen in Sicherheit gebracht. Wenn es um Roma geht, würde ich sagen, dass kein europäisches Land stolz auf seinen Umgang mit ihnen sein kann. Einige waren vielleicht etwas weniger schlimm. Die Frauen und Kinder aus Gyöngyöspata werden in ein Ferienlager am Stadtrand von Budapest gebracht. Nur männliche Roma sind zurückgeblieben, um ihre Häuser zu schützen. Die offiziellen Stellen verschweigen den rassistischen Hintergrund der Evakuierung. Es handle sich um einen geplanten Kuraufenthalt, so die Verlautbarung. Rechtsradikale greifen eine illegale Unterkunft von Einwanderern in Athen an. Auch in Griechenland formiert sich eine starke nationalistische Bewegung. Ich bin überzeugt davon, dass die Rechtsextremen besonders großen Erfolg in Ländern haben, in denen die Finanzkrise zuschlägt und diese Ressentiments hochkommen, dass sie dort einen fruchtbaren Boden für ihre Anwerbungen vorfinden. Rechtsextrem motivierte Ausschreitungen haben seit Beginn der Krise beständig zugenommen. Doch es gibt auch Widerstand. Heute gehen tausende Menschen in ganz Griechenland in 15 Städten für den Antifaschismus auf die Straße, um auf die Provokationen zu reagieren, um damit zu sagen, nie wieder Faschisten ins Parlament.
Die gefährlichsten unter den Rechtsextremen sind die Parlamentarier, die eine demokratische Fassade aufgebaut haben und es schaffen, zwischen 5 und 15% der Stimmen zu bekommen und dann an Entscheidungen beteiligt sind. Diese Menschen können damit das Leben von Minderheiten unmittelbar beeinflussen. 7% der Stimmen hat die Partei im Juni 2012 erzielt. Die Nationalistenpartei ist gekommen, um zu bleiben. Damit müssen sie sich jetzt abfinden. Entweder im Parlament oder außerhalb. Die nationalistische Bewegung steht vor ihnen. Wir haben in Deutschland momentan Glück, dass wir keine rechtspopulistische Partei haben, wie es in anderen europäischen Ländern die Regel ist, die dieses Potenzial auf sich ziehen kann. Vermutlich liegt es auch daran, dass wir zum Glück innerhalb der Parteienlandschaft keine Figur haben, die in der Lage wäre, eine solche Partei zu führen. Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass es in einer solchen Partei eine gewisse Anzahl von Personen gibt, die wissen, wie Ministerien funktionieren, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert und Ähnliches. Und da ist momentan die Personallücke bei Decke bei rechtsextremen Parteien sehr dünn. Der letzte bundesweit erfolgreiche Rechte in Deutschland ist Franz Schönhuber. Nach deutlichen Wahlerfolgen für die Republikaner reibt sich der ehemalige Waffen-SS-Mann später in Parteiquerelen auf. Sie können keinen Menschen zwingen, in der Wahlkabine zu tun oder zu unterlassen. Das wird keine Partei der Erde können. In Österreich verhilft Jörg Haider der vom Ausland häufig als rechtsextrem angesehenen Partei FPÖ zu großen Wahlerfolgen. In Kärnten erreicht er 1999 als FPÖ-Spitzenkandidat einen Stimmenanteil von 42% und wird Landeshauptmann. Dabei gilt er vielen wegen seiner Äußerungen zum Nationalsozialismus als untragbar. Bei einer Veteranenveranstaltung der Waffen-SS tritt er tief in den braunen Sumpf. Dass es in dieser Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und ihre Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Und das ist eine Basis, meine lieben Freunde, die auch an uns Junge weitergegeben wird. Dem griechischen Führer der goldenen Morgenröte fehlen Schönhubers Charisma und Haiders Eleganz. Doch auch mit Brachialaura kann man sich zur drittstärksten politischen Kraft des Landes entwickeln. Die Partei selbst stellt dieses Video ins Internet. In polizeiähnlicher Aufmachung inspizieren Parteileute einen Markt, kontrollieren Papiere und wenn ihnen etwas nicht passt, dann schlagen sie vor laufender Kamera alles kurz und klein. In Athen vergeht fast keine Nacht mehr ohne brutale Angriffe schwarz gekleideter Schläger auf dunkelhäutige Ausländer. Ein goldene Morgenröte-Parlamentarier erklärt die Zerstörungsaktion. Παράλληλα κάναμε και μια βόλτα εδώ στο πανηγύρι. Είδαμε και ακουμπλαστήκαμε. Wir sind über den Markt gegangen, haben uns umgesehen und entdeckt, welche Schwierigkeiten kleine Händler haben. Wir sahen illegale Einwanderer ohne gültige Händlerpapiere. Wir haben uns bei der Polizei beschwert und haben dann getan, was die Goldene Morgenröte tun muss. Die aktuelle Situation in Griechenland sei vergleichbar mit der der Weimarer Republik, sagen Experten. Das Feindbild sind statt Juden die Einwanderer. In den vergangenen 6 Monaten wurden nach Zeugenaussagen über 500 Menschen durch die Faschisten angegriffen. Erst waren es verbale Attacken. Dann folgten Schlagringe und jetzt benutzen sie Messer. In den letzten 3 Wochen wurden mehr als 20 Menschen durch Messerangriffe schwer verletzt. Es ist der Anbruch eines neuen, seit den späten 90ern neuen Phänomens namens Fremdenhass. Es ist ein kultureller Rassismus, ausgedrückt durch Hass auf andere Kulturen, nicht unbedingt auf andere Rassen. Es gibt die Anti-Moslem-Parteien, die davon sprechen, wie der Islam auf Europa übergreift. Wie gefährlich und böse der Islam sei, dass wir ihn loswerden und die Islamisierung stoppen müssten. Und hier schließt sich der Kreis zu dem norwegischen Massenmörder Breivik.
Ein Foto des jüngsten Opfers auf der Ferieninsel Utøya. Sheridan war 14 Jahre alt, als Breivik ihr zweimal in den Rücken schoss. Unsere jüngste Tochter war 18 Monate alt, als unsere Tochter Sheridan getötet wurde. Unsere mittlere Tochter Silvana war 7. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie das Urteil heute aussehen könnte, und haben uns auf den Besuch hier vorbereitet. Und mein Mann und ich haben beide ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir unabhängig davon den Rest unseres Lebens damit zurechtkommen müssen. Und dass wir unseren Töchtern dasselbe Leben geben, das unsere Tochter Sheridan hatte. Jetzt bricht für uns die Zeit des Heilens an. Für den Mord an 77 Menschen verurteilen die Richter Breivik zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Trotz widersprüchlicher Gutachten sei er zurechnungsfähig. Im August 2012 nimmt die tschechische Polizei einen mutmaßlichen Nachahmer fest. In der Wohnung des 29-Jährigen finden Beamte auch Teile einer Polizeiuniform. Es gab jetzt einen Fall in der Tschechischen Republik, wo die Polizei einen potenziellen Nachahmer von Breivik festgenommen hat. Sie kamen ihm auf die Spur, bevor er seinen Sprengstoff zünden und seine Waffen einsetzen konnte. Hoffentlich bleibt Breivik so ungewöhnlich, dass es zwar Nachahmer geben wird, aber sie keinen wirklichen Schaden anrichten können. Der Mann war der Polizei durch seine E-Mail-Adresse aufgefallen. Er benutzte Breiviks Namen. Doch über den Fall wird kaum berichtet. Die Medien spielen eine wirklich große Rolle. Nicht um die Menschen zu verängstigen oder aus Sensationslust, sondern um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es gibt ein Beispiel aus Italien von der rechten Gruppe Casa Pound. Eines ihrer Mitglieder ging 2011 auf eine Schießorgie und tötete schwarze Einwanderer und anschließend sich selbst. Darüber wurde fast gar nicht berichtet, selbst von Kollegen nicht, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Sie sagten, oh, das haben wir verpasst, wir haben nichts davon gehört. Und das ist Fakt. Da werden grausame Gewalttaten begangen und es gibt trotzdem keine Reaktion darauf. Von den europäischen überwiegend weißen Nachrichtenmedien. Als Journalistin fühle ich da ganz klar eine Verantwortung, nicht nur über diese Bewegung zu berichten, sondern sicherzustellen, dass die Geschichte auch wirklich an die Menschen rausgeht. Die Richterin in Oslo schließt das Verfahren gegen Breivik im August 2012 mit dem Urteil ab. Das aufwühlendste Verbrechen, das Norwegen je erlebt hat, begangen von einem rechtsextremistischen Einzeltäter, ist rechtsstaatlich abgearbeitet. Doch es bleibt eine wichtige Aufgabe danach. Wir müssen uns Extremismus genauer anschauen. Wir müssen uns mit Extremisten aus allen Lagern genauer auseinandersetzen. Wir dürfen nicht jeden Extremisten als unzurechnungsfähig ansehen. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen uns mit ihnen befassen und wir müssen darüber sprechen. Ich denke, die Behörden haben in vielerlei Hinsicht versagt. Die Sicherheitsbehörden in Europa haben versagt, weil sie so sehr auf islamische Extremisten konzentriert waren, die eine echte Bedrohung sind, aber nicht die einzige. Sie waren so darauf fokussiert, dass die Rechtsextremen aus ihrem Blickfeld verschwunden sind. Dabei waren die Rechtsextremisten niemals fort. Sie waren hier, all die Jahrzehnte. Damit haben sie den Rechtsradikalen gestattet, wieder stark zu werden und Breivik hervorzubringen und eure Terrorzelle in Deutschland, den NSU zum Beispiel. Ein Unrechtsbewusstsein lässt sich sowohl bei Breivik als auch bei der Zwickauer Terrorzelle bisher nicht ausmachen.